Servus Clubfans, bitteres Wochenende für den 1. FC Nürnberg. Zum einen ist die A-Jugend abgestiegen, trotz Sieg gestern, und rund 2,5 Stunden später hat es dann auch die Profimannschaft des 1. FC Nürnberg erwischt. Nächste Saison geht es leider wieder in die zweite Liga. Heute, am Tag danach, hat sich der Sportvorstand Robert Palikutscher den Fragen der Journalisten gestellt. Wir haben für euch die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Also ich bin jetzt nicht niedergeschlagen. Man ist abgestiegen. Die Jungs haben jetzt 2 Tage frei bekommen, um das zu verarbeiten. Man hat es kommen sehen und es tut dann in dem Moment weh, aber wir sind jetzt motiviert, wieder aufzustehen. Man schüttelt sich einmal ab und guckt nach vorne. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie 2 Wochen, um mich aufzurichten, sondern heute Morgen ging es dann wieder direkt los. Das war sehr beeindruckend, was die Fans gestern gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir noch viele solche Tage nächstes Jahr erleben werden, dass sie so die Mannschaft fallen. Aber nicht mit dem Erlebnis von gestern, sondern mit positiven Erlebnissen. Der Kapitän hat hier noch einen laufenden Vertrag, genauso wie viele andere. Und Verträge sind eigentlich da, um die zu erfüllen. Und von daher, ich unterhalte mich mit den Jungs, mit dem Umfeld von den Jungs. Und bin sehr optimistisch, dass wir ein sehr gutes Grundgerüst haben werden aus der bestehenden Mannschaft. Eine Offensive zusammenzustellen, die mehr Tore schießt als dieses Jahr. Wir haben die schlechteste Abwehr in der Liga, schlechteste Offensive in der Liga gehabt, von den Zahlen her, und da müssen wir dran arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, auch ein Grundgerüst, es gibt Positionen, da muss man sich vielleicht ein bisschen stärker in der Doppelbesetzung aufstellen. Man muss reagieren auf bestimmte Sachen, die auf dem Transfermarkt vielleicht passieren könnten. Aber wir sind da gerüstet dafür. Wir haben gestern gesagt, dass wir uns zu dem Thema äußern werden. In der kommenden Woche, und möchte es aber belassen.